Hallihallöchen, meine Freunde, und damit, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Oh ja. Ach ja, Inventar voll. Ohne Momento, por favor. Haben wir was Organisches? Nö. Aber wir haben relativ viel Titan. Ich glaube, ich brauche einen großen Spind für Titan. Kupfer, Salz. Sehr viel Titan. Sehr viel. So viel, dass es schon hier nicht mehr alles reinpasst. Schön. Und eine leere Batterie. Die wir durch eine volle austauschen müssen, sollten. So, warum ist hier nass? Ah ne, sah nur so aus, okay. Baupläne. Was ist neu? Signalboje. Navigationshilfe. Behält und sendet eine Position. Name veränderbar. Mobile Fahrzeugstation. Das müssen wir jetzt mal bauen. Aber was heißt mobil? Und warum? Dann schwimmt das bestimmt rum. Verwende künstliche Schwerkraft, um leichte Objekte und kleine Tiere anzuziehen. Leichte Objekte. Was sind leichte Objekte? Bank. Drehstuhl. Abfalleimer. Zersetzt unerwünschte Gegenstände dauerhaft und gibt ihre atomaren Bestandteile sicher in die Atmosphäre ab. Oh. Wir haben jetzt halt eigentlich noch voll keinen Platz. Entspannungseinrichtung aus Metall sorgt für Energie. So, schont Energie beim Ausruhen. Wir haben halt eigentlich keinen Platz für sowas, ne? Eigentlich nicht. Wie rum ist denn richtig? Ist wahrscheinlich egal, oder? Was tut da so? Setzen. Oh. Warning, endorphin levels low. Consider taking a seat and meditating. It may help to remember that problems exist only where you choose to see them. Okay. Bringt mir was? Bringt mir doch gar nichts. Egal, Hauptsache wir haben da eine Bank. So, Medikit Fabrikator. Wird angegriffen. Ja, schade. Schade für die. So, eine Medizin. Zu viel Titan. Hier haben wir Kupfererz. Ah, das Kupfererz können wir hier rausholen. Da haben wir ein extra Ding dafür. Das ist aber Gold hier. Eieiei. Wir brauchen eigentlich auch nochmal so einen Schrank für Gold dann. Und sowas Größeres hier für Kupfererz. Egal, diese. Soll ich die mobile Fahrzeugstation mal machen? Stellt Fahrzeuge aus Rohmaterialien her, aber ist mobil. Ausrüstung, Leitung, schwimmende Luftpumpe. Du bist auch eine schwimmende Luftpumpe, du. Feuerlöscher, Medikit, Standard, Tauchflaschen mit hoher Kapazität, Schwimmflossen. Strahlenschutzanzug. Scanner. Leuchtfackel. Tretkörper. Pfadfinderwerkzeug. Laserschneider. Aber brauchen wir zwei Diamanten. Wir haben nur einen Diamant. Schubkanone könnte ich theoretisch machen. Dann können wir diese Eumel da uns sonst ärgern. Aber eigentlich sind wir schnell genug, wenn wir genug Batterien haben. Wir können den einfach wegschwimmen.
Eigentlich auch gut. Friedvoll. So, die tun wir wieder zurück. Ach, einen Platz haben wir noch, okay. Ja, weißt du was? Ich muss noch Spinde bauen. Das ist das falsche Gerät. Wo sind die Spinde? Hier. Habe ich jetzt Quarz gefunden? Habe ich überhaupt Quarz mitgebracht? Ich glaube, ich habe nur Ding mitgebracht, ne? Wir haben überhaupt gar kein Quarz. Nicht eins. Kommt das jedes Mal? Nö. Jetzt kam es nicht. Ankunft der Sunbeam. In 34 Minuten. Landeplatz der Sunbeam, 960 Meter. Da bin ich ja mal gespannt. Sollen wir da mal hin? Ist zumindest im Norden. Im Nordosten. Ah, okay, jetzt wird es auch wieder hell. Sehr gut. Das heißt, da ist wenigstens keine Strahlung. Hier bräuchten wir diesen Schneider. Hey, hau ab. Weg, ja. Oh, wieder die Hang. Achso, wir haben schon die mobile Fahrzeugstation. Ich glaube, wir müssen die mal bauen, weil sonst wird es uns ewig verfolgen, offensichtlich. Weil das Spiel denkt, wir haben sie noch nicht. Was ist das? Achso, das ist das. Hey, hier auf dem Berg? Wollen die auf dem Berg landen oder was? Was haben wir denn hier unten? Ja, mobile Fahrzeugstation. Ich glaube, wir müssen die wirklich mal bauen. Da geht's ja runter. Junge, Junge, was ist das? Blei. Oha. Über 200 Meter in der Tiefe. Bist du Silbert? Was ist das? Ich gehe mal lieber wieder hoch. Tut das mir was? Bestimmt. Ey, ich gehe mal erstmal steil nach oben. Dann schaue ich mir diesen Klumpatsch da unten nochmal an. Ja, da sollte man wirklich aufpassen.
wenn man so tief unten ist. Lasst mich mal in Ruhe, ihr Viecher. Was bist du? Ein uralter Schweber. Deswegen schwebt dieses Riesending da. Weil da ein uralter Schweber dran klebt. Ankunft der Sunbeam in 30 Minuten. Das heißt, nächste Folge, außer ich verpeile die Zeit wieder, dann vielleicht noch diese Folge. Wo ist die Landestation? Der Sunbeam. Das ist die Rettungskapsel. Ich bin verwirrt. Hier irgendwo im Norden. Oha. Was ist das für ein Riesenteil? Zyklopmaschine. Kommen wir hier irgendwo rein? Wissen, was das war. Selbstscan? Hey, was habe ich da jetzt genommen? Oh, mein Sauerstoff. Ich gehe mal eben schnell wieder hoch. Wieso wird jetzt der Ort der Sunbeam nicht mehr angezeigt? Ich glaube, ich muss die Karte mal anmachen. Jetzt machen wir aber schnell. Tolle Karte. Ich will nochmal da runter, nochmal schauen, ob da nicht doch noch was ist. Raubtier-Tauschkörper. Kanonenfragment. Hat man schon. Knochenhai. Den habe ich jetzt aber nicht wirklich gescannt. Bohrerarm. Ich muss gleich wieder hoch. Oje, oje. Aber da ist noch was. War das ein Diamant? Oh, jetzt sind es nur noch 30 Sekunden. Jetzt sollte ich wirklich mal. Nee.
Ab nach oben. Naja, gut, schaffen wir locker. Aber wo war jetzt noch gleich der Landepunkt? Warum genau ist der weg? Ich glaube, ich schwimme mal nochmal heim. Da wurde der R angezeigt. Sachen mitnehmen. Eigentlich. Kristalldinger. Aber sehe ich hier keine. Schrott. Ich sollte nicht so viel Schrott sammeln. Ich brauche Quarz. So ist es, nicht Kristall. Oh, was ist das? 30 Seconds. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es mitgenommen habe. Scheinwerfer aus. Was ist das? Gold? Ich brauche aber Quarz, Leute. Kein Gold, kein Salz. Kein Titan. Also Titan brauchen wir gerade wirklich nicht mehr. Was haben wir hier? Der Fahrzeugstation haben wir schon. Ich muss die echt mal bauen, weil sonst lässt uns das nicht mehr los. Also lässt uns das nicht in Ruhe. Und da kriegen wir schön viel Titan, das ist schön und gut, aber ich brauche jetzt gerade keinen Titan. Ich brauche jetzt gerade Quarz. Schon wieder an mir rumfressen. Hey, jetzt ist er wieder da. Der Landeplatz, der Sunbeam. Okay, ich darf mich echt nicht ablenken lassen. Schon mal auschecken, ob da alles cool ist. Ach, und schon ist wieder Tag. Okay, die Nacht ist echt sehr kurz. Egal, wir schwimmen da jetzt direkt hin. Wenn auch der Akku bald wieder leer ist.
Denn wir schwimmen ja schon so 2 Minuten. Auf jeden Fall länger als 1 Minute. Und da ist dieser Berg, man sieht ihn. Sauerstoff reicht, das ist gut. Soweit waren wir jetzt auch noch nie. Ach was. Hier oder wie? Was? Zum Henker. Nein. Was bist du? Au. Mistviech. Salzablagerung. Bim. Okay. Naja gut, ist wohl irgendwas von den Aliens hier. Oh. Hier ist wohl die Tafel kaputt gegangen, wa? Taschenlampe habe ich nicht zufällig dabei. Nee, wahrscheinlich nicht. Huch, was ist das? Ein Licht. Knollenbaum. Okay, ich sollte mehr scannen. Ich wusste gar nicht, dass Subnautica auch über der Erde spielt. Violettes Tafelfragment. Oh, und seht ihr, was auf der Tafel draufsteht? Da steht, wir müssen jetzt eine Folgenpause machen. Deswegen sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Hier, bei Subnautica, wo wir gerade im Moment irgendwie auf Land sind. Naja, bis dahin macht's mir gut. Tschüss.